Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Medium Rare, wie wir es gerne mögen. Und ja, lasst uns doch einfach mal loslegen und schauen, was jetzt sich hinter diesen ganzen Flattermännern befindet. Ich bin gespannt. Ja, gehen wir mal rein. Also, wir haben jetzt ja ein bisschen Energie, das heißt, wir können durchgehen. Nur an dem vorbei. Man achtet, das ist wirklich schwierig, beide Bildschirme auf einmal im Auge zu behalten. Also ich kriege das gar nicht so richtig hin. Aber muss ich anscheinend auch nicht. Okay. Das ist eine Leinwand. Oh, gucken, was da gibt. Ich glaube, das ist wirklich sein Mädels. My arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Richard? I'm getting a weird vibe from him. Die tun sich nur Abgründe auf. Ganz ehrlich, hier tun sich nur Abgründe auf, oder? Puh. Echt eklig. Wow, noch ein Zettel zum Lesen. Geil. Ich war am Ende. Sie musste mich gehen lassen. Mich, Richard Tarkovsky. Meine Arbeit war auf dem ganzen Kontinent gern gesehen. Sie sagten, meine Vorstellungskraft kenne keine Grenzen. Mein Name alleine steht für die schönsten Künste. All das bedeutete diesen seelenlosen Bürokraten nichts. Für sie war ich nur eine Belastung, eine Quelle gefährlicher liberaler Ideen. Ich fühlte mich so betrogen, ausgelaugt. Ich musste raus, fort von der leeren Abartigkeit der Stadt. Aber das Wichtigste, ich brauchte einen Freund. Und so machte ich mich auf die Suche nach ihm. Ich wusste, dass seine Frau vor ein paar Monaten verstorben war. Damals hielt ich fürs Beste, mich nicht in seine Trauer einzumischen. Jetzt hatte ich Angst, dass er es mir übel nehmen würde, dass ich nicht da gewesen bin, als er mich am dringendsten gebraucht hat. Stattdessen bot er mir ein Zuhause. Oh, vielleicht hat er dich deswegen auch eingeladen, weil er dich wirklich psychomäßig umbringen will. Na, man weiß nicht. So, was ist da denn? You're a bit old to be playing with dolls. Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... on the other hand, why don't you do it yourself? What was that? It's like something stirred inside it. Da drüben einfach eine abgefahrene Hand, die nach uns winkt da draußen? Das sehe ich jetzt erst. Also, da gehe ich ja nicht raus, bin ich bekloppt. Da ist die Schleife. No! I didn't mean to! Oh, God! What have I done? It feels cold. What have you done? Oh. Hören wir den Schmetterling nochmal. So, ein kleines Stühlchen. I had never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Oh Gott, was kommt jetzt? Der Kinderfresser. God fucking damn it! Oh.
idiot! What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Ist das? Man weiß es nicht. Like he's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back? Oh, just... Whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't,
I will kill him. Okay. Filmreif, filmreif. Ein bisschen creepy. Oh, wir sehen was. Thomas. I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Uh-oh. Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's this thing inside of me. Shut up. Ah! You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she was here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, what are you... No, let me out. Let me out. Let me in. Gut. Ja, einfach mal die Körper wechseln oder was? Alter, das ist schon creepy. This cancer has spread far enough. Time to cut it out. Mhm. Eine kleine Wende. Okay, jetzt sind wir. Ja, das ist natürlich auch ganz lässig. All right, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Is this where it started, Richard? The place that broke you? Made you what you are? Okay. I feel it, Thomas. There's something here. It awoke on that day when she came to it. It took over. Made itself at home. Alter Schwede, ist das creepy, das Ganze. Wie das ist. Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? Leave her alone!
Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons. Okay. Gucken wir uns mal hier um. I can feel. Und mein Gott, der läuft genauso tranig. Not right. Also das hätte man auch besser machen können. Ich meine, guck mal, er geht. Was läuft da? Also ist er da viel schneller? Ich denke nicht. Mist. Das brauchen wir, um Sachen aufzuschlüpfen. Richard, your father forgot his knife. You'd better go and bring it to him. All right, I'll play along. For now. Tür ist auf. Gehen wir nochmal da rein. Father, you forgot your knife. Oh, thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! Okay, noch ein Stückchen. Where are you going? The army is heading out west, and I'll be going with them. But no, I don't want you to go. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. Do you understand? When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Hm, jetzt geht's mal auf hier. Okay. Tippseln wir immer nach hinten. So. Dann die schöne Pfeife. By the sweat of your brow. Okay. Ein muckeliger Kamin. You shall rise and you shall fall. Okay. Those tentacles are guarding something. We need to get rid of them. Geisterwelle. Kann ich aber nicht benutzen, die Geisterwelle hier. Sie auch nicht. Hm? Why can't I use the ghost wave? Okay, geht nicht. Mal gucken, ob wir was anderes machen können. Ist drin, ne? Ah, da ist noch ein Bild, okay. Till you return to the earth from which you came. Haben wir jetzt alles angeguckt hier? Was im Schrank? Was sehe ich das vergessen? Nee. Kann man hier, ich kann hier auch nichts anderes machen. Steht nur was mit Geister oder was? Funktioniert ja nicht. Ist doch verrückt. Ich komme nicht mehr raus hier. Kann ich ja echt nicht mehr raus. Ich bin auch zu, ne? Ja, okay. Also muss hier drin irgendwas sein. Aber diese Geisterwelle, das funktioniert bei mir nicht. Warum funktioniert sie nicht, ist die Frage. Habe ich hier irgendwas übersehen? Da. Der Schublade, mein Gott. For dust you are, and to dust you will return. Mm-hmm.
Feuer ist ausgegangen. Okay. Okay, was steht da? Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefes Mitgefühl und mein Bedauern einseitiges Ablehnen von Leutnant Tadeusz Tarkowski zum Ausdruck bringen. Der Betrauerte starb unter den ehrbarsten Umständen. Sein Vater, sein Land wird für immer für das Opfer dankbar sein, das er zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit erbracht hatte. Der Verteidigungsminister. Grief. Anger. I can work with that. Okay, er hat ein bisschen andere Fähigkeiten hier. Und jetzt werden wir mal die Geisterwelle machen. Geisterwelle! Wow! Das war hell. Das ist hell. Verdammte Kacke, ist das hell. Okay. Sind wir in seinem Bild drin? Anscheinend. Hier machen wir weiter beim nächsten Mal. Okay, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Liken, abonnieren und auf die Glocke bimmeln. Wenn man Marco Lust hat.